Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars Horizon hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in der letzten Folge zwei Missionen gehabt. Eine recht erfolgreiche, dem Vorbeiflug zum Mond, zum Mars sozusagen, gestartet hat. Und da ist unsere Sonde unterwegs und die zweite Mission war eine Erdumlaufmission, die leider Gottes nicht ganz so erfolgreich lief, aber gut, was willst du machen? Manchmal ist das Leben halt auch gemein. So, in der Forschung haben wir einiges zu tun. Wir können nochmal ganz kurz gucken. Aktive Mission, da haben wir, glaube ich, einen Slot verfügbar. Das heißt, wir könnten jetzt Meilenstein-Mission, mal gucken, ob wir da eine offen haben. Mehrfacher Orbit, der ist auf jeden Fall offen. Die ESA hat es erforscht, also das könnte man auch noch durchziehen. Die Mission planen wir mal. Wir nehmen hier mal unsere Gemini-Kapsel in der Standardversion. Was haben wir hier noch? Erhöhte Besatzungskapazität. Kriegen wir 3 Leute sogar rein. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Kostet aber dann gleich immens mehr. So. Jetzt habe ich gerade die Astronauten rausgeschmissen. Ne? Naja, gut. Naja, gut, okay. Geld sparen müssen wir ja. So, ich würde sie in der Standardversion bauen. Er hat eine Zuverlässigkeit von 71%. Zuverlässigkeit kriegen wir nicht weiter hoch. Mal gucken, mal weitere Infos. Kurzstreckenkommunikation läuft dann besser. Hier ist alles so ein bisschen. Okay, na gut. Gleich eine Umlaufbahn und dann oben im Orbitalen. Das kriegt man natürlich. Wärme. Modifikation, Wärme, Ziel der Aufgabe. Jede Aufgabe der Mission wird eine bestimmte Menge an Ressourcen erfordern. Ressourcen werden nutzt, das Modul generiert. Da gibt es denn extra Wärme. Naja, gut. Also wir nehmen den Standard. 3800 Kilo. Ich glaube, die Fahrzeuge muss ich dann noch erforschen. Booster hätten wir, aber wir haben keine Oberstufe, die das tragen kann. Dann nehmen wir aber die Delta K, würde ich sagen. Ja, dann nehmen wir die Delta K. Nee, dann machen wir erstmal die Forschung fertig. Ja, also wir boarden erstmal die Nutzlast. Die ist im Dezember fertiggestellt. So. Gut. Forschung dauert ja jetzt nicht mehr allzu lange, ne? Das sollte ja jetzt Monatsende sein. Dann können wir die Delta K noch erforschen, bis das Ding fertig ist in 4 Monaten. Und ja, wir springen dann in den nächsten Monat. Und jetzt haben wir die EVA-Forschung komplett. Der Lebenserhaltungstest startet. Das ist veröffentlicht, einen Monat. Das ist ein Start mit, ein bemannter Start. Puh, und es regnet. Ich denke, wir werden ihn verschieben müssen, den bemannten Start. Giants Mercury. Starttag. Mehr ausreichend. Ist mir ausreichend. Eieieiei. Lift off. Gut aus. Sieht gut aus, der Start war erfolgreich. Hat schon gekribbelt, muss ich ehrlich sagen, hat gekribbelt. So, 1% kriegt jetzt der Booster nochmal, 1% kriegt nochmal die Oberstufe. Wir fahren fort. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Unser bemannter Flug ist im Orbit und ja, jetzt können wir natürlich hier die Umlaufbahn erstmal erreichen. Wir haben eine Besatzung dafür und ja, klicken wir mal auf Fortfahren. So, 50% Bonus gibt es bei 13. Oh. Na gut, hier können wir 4 erzeugen. Was muss man denn jedes Mal machen, ne? So, ein Kommunikation haben wir dazu, weil wir Kommunikationsmodul ausgebaut und die Kommunikationsvariante. Das heißt, also diese 4 Punkte kriegen wir auf jeden Fall in jeder Situation, können wir die nutzen. So. Will ich die jetzt schon nutzen? Ja, ich muss die nutzen, damit ich das bekomme. Bekomme ich 4 Navigationen raus. Ich brauche
Kommunikation dann wieder. Und mit einer Kommunikation hole ich mir noch eine Datenbank, weil da kriege ich auch mal irgendwann zwei Navigationen raus. Also ich kriege hier dann auch Dings raus. Aber Kommunikation brauche ich bloß 7 Punkte. Kriegen wir hin. So, dann bestätigen wir das Kommando mal. Und lassen das mal durchführen. Energie haben wir ausreichend. Und hier sehen wir, unser Astronaut macht die Mission mit 99%iger Sicherheit. So, das ist schon mal sehr gut. Das bringt uns dann eine extra Kommunikation wieder. Sehr gut. Schön. Gut, die nächste Mission auch sehr erfolgreich mit Energie. Bringt uns auch Kommunikation, soweit ich weiß, ne? So, der Signalrückgabetest bringt uns zwei Kommunikation. Sehr erfolgreich. So, und dann wenden wir eine Kommunikation auf, um Anpassung des Überflugkurses machen. Da kriegen wir Daten und einen Navigation dazu. Damit sind wir jetzt schon bei 5 Navigationen einer Datenbank. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir natürlich das wieder aus. Ich würde auch das wieder nutzen. Und jetzt haben wir eine Datenbank und können damit uns zwei Navigationen erzeugen. Na gut, nochmal 11 Navigationen, 4 Kommunikationen. Ich denke, na warte mal, hier kriege ich denn 4 Kommunikationen raus. Moment. Hier kriege ich 4 Kommunikationen raus. Mal 7 Kommunikationen und dann brauche ich ja bloß noch hier ein bisschen was. Ah, gut, na dann, Kommandos bestätigen. So läuft's ab. So, diesmal war der manuelle Flugbahnaktualisierung nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin. Es gibt 4 Navigationen obendrauf. Das haben wir dann schon mal 9 von 13. Das heißt, wir brauchen nur noch 4 Kommunikationen am Ende. Hier müssen wir jetzt eine Energie einwenden. Jo. Jo, das machen wir auch. Eine Kommunikation ist es mir wert, denn dann bin ich nämlich jetzt mit dem hier. Ah ja, okay, sehr gut. Gut, da kriege ich wahrscheinlich jetzt eine Energie, eine Kommunikation geschenkt. Oder vielleicht kostet es mir ja, kriege ich eine geschenkt. Okay, dann sind wir dabei 8. Okay, dann. Naja, gut, hätte ich noch eine Energie überhaben können. So, wir brauchen eigentlich nur noch das hier erfolgreich abschließen und dann eigentlich noch das hier erfolgreich abschließen. Nee. Moment. Wir haben ja noch eine Runde, ne? Machen wir noch eine Energiegewinnungsrunde. So, dann haben wir 6 und 13 und dann brauchen wir am Ende bloß. Ich würde sagen, wir bestätigen das Kommando. So, ein Energie gewinnen wir jetzt. Das heißt, wenn falls beide Sachen irgendwie schief laufen, können wir da gegensteuern. So, die Sache läuft schon mal ganz gut, aber es nimmt immer weiter ab. Die Konzentration unseres Astronauten. Aber wir haben jetzt 4 weitere Navigationen dazu bekommen, sind dann bei 12 von 13, senden jetzt mit einer Kommunikation 21%. Oh, da müssen wir Energie aufbrauchen. Kostet mich 2. Nö, das nehmen wir so. Und wir kriegen trotzdem die 13 Punkte hier hin und brauchen dann bloß noch die in der letzten Runde 2 Punkte hier machen. Das covern wir natürlich noch mit einer Energie ab. Und dann nehmen wir noch eine Energie dazu. Und dann haben wir genug Energie in der Kapsel noch für die nächste Runde. Keine Ahnung, ob wir die übernehmen, aber wahrscheinlich nicht. Und haben aber alle Bonusziele erreicht. So, Energie haben wir genug. Da kann jetzt auch was schief gehen. Geht nichts schief. Sehr erfolgreiche Mission. Bringt wieder Forschungspunkte. Das ist gar nicht mal so wenig. Glaube ich, das war gar nicht mal so wenig. So. Und vor allen Dingen bringt uns das natürlich auch in der Diplomatie, bringt uns das weiter. So, der Wiedereintritt sollte eigentlich auch ganz normal geschehen. Sieht sehr gut aus. Platsch, da ist er im Wasser gelandet und wird gerettet. So, Phase 1, Mensch im Orbit, erfolgreich abgeschlossen. Wir bekommen, ah nee, das war doch, Lebenserhaltungstest, ah okay. Wir bekommen 490 mal Forschung für die nächsten 4 Monate. Das ist sehr gut. Das hilft. So, 6 Monate brauchen wir für die Genesung.
Kein Problem, kriegen wir hin. So, bei der Forschung werden wir jetzt natürlich die Delta K erforschen hier. Die kostet uns 750 Punkte. Das heißt, das ist im nächsten Monat auch fertig. Wir könnten natürlich dann noch wieder die Booster hier mit dazu erforschen, aber da gucken wir mal, wie gut uns das gelingt. So, Mars-Vorbeiflug ist die nächste Mission. Gemini noch nicht fertiggestellt. Überprüfung der Finanzierung ist in 4 Monaten. Wir haben auf jeden Fall den nächsten Rang erreicht und können, Moment, zurück, uns noch einer Mission widmen. Wir haben nämlich einen Flug oder einen verfügbar. Da haben wir keine Mission für, da haben wir keine Mission für den Mond. Gibt es da eine Anfrage? Mondstrahlungsmission ist eine lukrative Mission, bringt mir richtig Geld. 850.000, mittelgroßes Risiko. Ich denke, diese Mission, wir können mal gucken, ob es vielleicht eine lukrative Erdmission noch gibt. Wo wir Geld kriegen? Nein, aber wir müssen die Geldmission, werden wir dann zum Mond machen? Anfrage... Genau, diese Mission werden wir planen. Dort brauchen wir jetzt einen Pionier. Mit 81% Wahrscheinlichkeit nehmen wir natürlich die Variante hier. Informationen, wir brauchen keine großartigen Ziele, die dort sind. Das denke ich mal, sollten wir hinkriegen. So, und dann brauchen wir die Nutzlast hier. So, und dann ist das auch wieder fertiggestellt in 2 Monaten. Und hier ist Trage unterwegs zum Mars. Ist die, das ESA-Teil, was auch zum Mars fliegt. Aber das hat noch, braucht noch ein bisschen was. So, Überprüfung der Finanzierung haben wir 4 Monaten. Pioneer fertiggestellt, Gemini fertiggestellt. Da müssen wir natürlich dann wieder Raumfahrzeuge bauen und Raketen bauen. Das wird wieder teurer werden. Delta-K-Forschung ist komplett. Sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt darum kümmern, dass wir die Merkur-Mission quasi einmal erforschen. Merkur-Umlaufbahn, dass wir die Nutzlast haben und dann sind wir nämlich hier schon und können hier die Forschung starten. Und das ist schon cool. Ist zwar teuer, 4000 Forschung und hier 4000 Forschung, Nutzlast Apollo. Wenn wir das dann aber alles durch haben, sehen wir auch schon die Preise, die da dran stehen. Also 1,2 Millionen alleine dafür die Nutzlast. Das Gebäude, was wir bauen müssen, kostet nochmal weit über 1 Million und Saturn 5 und die Oberstufe. Saturn 4b, die wir dafür brauchen, kosten beide zusammen auch nochmal 2 Millionen, also 3 Millionen. Also da brauchen wir richtig viel Asche noch. Ich hoffe nur, dass wir jetzt natürlich dann noch richtig viel Geld bekommen. So, dann würde ich sagen, nächster Monat, Merkur-Umlaufbahn-Forschung komplett. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so jetzt schnell geht. Und Mondstrahlungsnutzlast ist fertig. Da geht es uns wirklich nur ums Geld sparen. So. Bisschen Startzuverlässigkeit geht runter, aber das macht aber nichts weiter. Wir bauen jetzt hier Design wieder von 2. Ne? Die beiden nehmen wir dazu. Kostet 118.000 und dann werden wir das nehmen. Dauert 5 Monate, das zu bauen. Es geht wirklich nur ums Geld verdienen in dieser Mission. Dafür ist sie da. So. Gut, Gemini ist dann fertiggestellt. Dann brauchen wir die nächste Rakete für Gemini. Und die wird wieder teurer werden. Definitiv. Und wir können aber eine Forschung noch einstellen. Und dann bin ich jetzt bei den Missionen, natürlich bei der Mariner 8 Nutzlast. Und dann können wir irgendwann mal im Nachhinein mal fix hier diese Forschung dann noch fertig machen. Und dann vielleicht eventuell da den Venus-Impaktor auch nochmal erforschen. Und dann die ganze Mission nochmal durchziehen. Im Nachhinein, aber müssen wir gucken. So, nächste Mission. Mehrfach bemannter Orbit, Nutzlast fertiggestellt. Gemini, zuverlässigeres Fahrzeug, Oberstufe zählt für die Startzuverlässigkeit. Nur die Zuverlässigkeit der Fahrzeug, Oberstufe zählt für die Startzuverlässigkeit. Okay. Okay. So, da können wir irgendwelche ekelbrustigen Booster unten drunter bauen. Geht trotzdem. Für Gemini brauchen wir natürlich eine neue Oberstufe. Da brauchen wir nämlich die hier. Und wenn nur die zählt, dann haben wir ja schon mal 82%. Na gut, dann wählen wir die Delta K. Kostet 1,2 Millionen.
Ergeblos der Atlas, der genügend Last hatte. Millionen. Kohle haben wir nicht. Puh, oh ja. Na gut. Haushaltsüberprüfung. Okay, dann kriegen wir jetzt 300.000 dazu. Das sind 50.000 mehr pro Monat. Ist okay. Bei 12.000 Punkte gibt es das nächste. 50.000 mehr. Naja, gut. 1,6 Millionen musst du erstmal hinkriegen. Gut, dann würde ich sagen, was haben wir hier? Aktive Mission. Ja, da kann ich den Fahrzeugbau immer noch nicht starten. Die Mondmission wird am Geld scheitern bei mir. Eine 8 ist erforscht. Mars Vorbeiflug in 12 Monaten starten. Die Erdumlaufbahn, die Beförderung als Kommunikationssatelliten mit einer präzisen Erdumlaufbahn und Beispiel Stadtkompetenz und Agentur sein für diese zukünftigen kommerziellen. Umsatz. Muss ich erstmal. Ich muss erstmal irgendwas kriegen, wo ich denn Geld mit verdiene. Gut. Ja. Anders geht's erstmal nicht. Nächste Missionsphase bereit. Mars vorbei, Flu. Und Mondstrahlungsfahrzeug ist fertiggestellt. Hier müssen wir natürlich dann sagen, 50% Staatsflüssigkeitsstrafe für suboptimale Startfenster erhöht Häufigkeit von Okay. So, dann legen wir mal ein Training fest. Forschung geht nicht. Achso, ist ja Geldmission. Ja, nehmen wir die zuverlässige Startdatum. Nehmen wir Mai. Und gut ist. So, und dann gehen wir zur nächsten Mission, die wir beim Mars machen müssen. Und da wären wir Nummer 2, okay. Und das bringt richtig Forschungspunkte, das ist gut, ja. Der Mars vorbeiflog. Oh, wir müssen den Bonus kriegen. Das wäre gut. Ah, das würde richtig helfen. Das würde dann kommerziellen Satellitenerforschung richtig helfen. Und dann müssen wir mal gucken. Wissenschaftliche Daten beschaffen. Neue Aufgabe. 3 von 8 Daten. Okay, gut. So, wir haben 4 Runden A3, okay, das geht. Was brauchen wir? Wir haben 5 Energie, haben wir. Wir brauchen 4 Navigation, das heißt einmal dieses hier ausführen reicht für Navigation. Datenbanken brauchen wir 8. Das heißt, da können wir wieder Navigation einsetzen und kriegen erstmal 3. Und dann haben wir Kommunikation und Kommunikation zu verdienen geht bestens über Energie oder Datenbanken. Da kriegen wir nämlich noch Navigation zu. Oder über Navigation kriegen wir noch Daten dazu. Das heißt, ich würde jetzt erstmal Kommunikation über Energie erzeugen, würde hier nochmal Energie einwenden, dann haben wir bloß noch 2 Energie. Ist natürlich teuer, ja. Dann würde ich das hier noch machen. Warum wir das machen? Energie. Ich hole mir lieber eine Energie wieder. Kann man nur bestätigen. Machen wir erstmal das.
Gehen wir erstmal dahin, dass wir dann hier sozusagen genügend Navigationsdaten schon gesammelt haben und vielleicht haben wir ja das Glück, dass ein paar Mal das im vorderen Bereich landet. So, das war Kommandoerfolg. Okay, so, dann geht hier ein Energie, ein Dings drauf, okay. Höhe, was kriegen wir da raus? Dann haben wir jetzt Navigation jede Menge, ne? Genau, die haben wir jetzt schon sozusagen im Bonuszielbereich. Damit kann man arbeiten. So, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch eine Navigation aufwenden, um hier hinzukommen. Dann haben wir da schon mal drei. Und wir kriegen eine Datenbank dazu. Dann würde ich nochmal zwei Navigationen aufwenden, um drei Daten zu kriegen. Dann sind wir bei Navigation wieder unter dem Schnitt, den wir brauchen. Haben aber schon mal vier und drei. Also da diese... Puh. Aber wir haben drei Energie noch. Und dann können wir hier nochmal das an. Okay. Sieht das mal ganz gut aus. Okay, das machen wir erstmal so. Absorbung müssen nicht alt. Das sieht gut aus. Sehr schön. Das bringt uns ein bisschen was zusätzlich. Das bringt uns eine Datenbank zusätzlich. Das ist sehr gut. So. Das sieht auch sehr gut aus. Sehr gut. Das sieht nicht so gut aus. Da müssen wir mal gucken, was wir da denn... Eine Datenbank... Ah, das war nicht gut. Tolle Ausrichtung. Wir würden nur eine Navigation bekommen. Und dafür haben wir die Energie. Dafür haben wir die Energie. So. Gut. Zwei Runden haben wir noch. Wir brauchen noch mindestens einen Kommunikation und mindestens vier Datenbanken. So, jetzt haben wir dann Kommunikation. Haben wir dann fünf, sechs Datenbanken haben wir und drei davon haben wir. Da würde ich sagen, dann holen wir uns dann gleich noch eine Energie dazu, damit wir dann wieder auf Sicherheit sind bei der Energie. Und dann müssen wir nachher bloß gucken, dass wir quasi diesen Weg... Das kriegen wir nochmal hin in der letzten Runde. Okay. Puh. Also es ist natürlich wichtig, dass wir diesen Forschungsbonus holen, weil über 3000 Punkte, 50% mehr Forschung, das ist extrem, extrem wichtig. Das sind 1500 Forschungspunkte, die wir da, die uns das weiterbringt und deswegen... Wirklich extrem wichtig hier. Gut, das haben wir schon mal hingekriegt. So, jetzt verwenden wir davon zwei wieder auf. Gehen dorthin. Schade, dass das nicht hier vorne landet, weil dann hätten wir nämlich hätten wir nämlich wahrscheinlich eine Datenbank mehr gekriegt. Und dann hätten wir genügend Datenbanken gehabt. So haben wir jetzt... na gut. So, okay, letzte Runde. Wir brauchen eigentlich theoretisch nur noch zwei Datenbanken. Also theoretisch brauchen wir nur noch das. Können wir nochmal Energie machen. Noch mal Energie. Brauch nur noch das und dann haben wir alles. Sehr gut. Das Kommando bestätigen wir so. Wir holen uns noch mal zweimal Energie. Nur zur Sicherheit, falls irgendwas schief geht. Es geht sogar was schief. Na, wer hätte es gedacht? Und dann wenden wir dafür noch mal Energie auf. Und dann haben wir die Mission erfolgreich geendet. Mit allen Bonusmissionen, die es gibt. Wir haben sehr viele Daten über den Mars gesammelt. Und haben den Meilenstein auch als zweiter erreicht, was dann natürlich auch noch wieder jetzt uns bei der Fahrzeugforschung, glaube ich, jetzt gerade was bringt. 25% Bonus bei der Fahrzeugforschung. Das heißt, wir müssen jetzt die Forschung umstellen auf Fahrzeuge. Das heißt, ich werde jetzt die Saturn-Raketen erforschen müssen. Mit den Forschungspunkten, die ich habe. Gut, diesen Bonus, den haben wir jetzt, glaube ich, da müssen wir mal ganz kurz gucken hier, Forschung, Fahrzeuge minus 25%, genau, oh, da muss ich jetzt erstmal noch zwei hier drin erforschen, und dann nehmen wir das erstmal, Forschung ändern, so, das sollte dann relativ schnell gehen hier, und Forschungspunkte überbehalten, und dann müssen wir noch irgendeinen davon erforschen, nehmen wir den Titan, oder nehmen wir Oberstufe Titan 2, ich glaube, ja, nehmen die Ohren. Wir nehmen die Titan Booster für 9000 Euro noch.
Auch sehr zu. Die haben wir schon, die haben wir schon. Ja, dann werden wir die Titan-Rakete noch nehmen und dann nehmen wir hier unten Saturn dazu. Und Saturn 5b und das haben wir dann schnell sozusagen dann durch hier. Dann nehmen wir den Booster noch dazu, Saturn 1b. Und 2 Oberstufe kann man dann auch noch nehmen. 6 Monate haben wir jetzt. Also jetzt können wir jetzt hier jeden Monat irgendwie ein bisschen was forschen. Wir kriegen auch gut 1000 Punkte immer jedes Mal. Das heißt, da wird jetzt jeden Monat ein Fahrzeugteil erforscht. Das ist jetzt wichtig. Das müssen wir jetzt auch nutzen. Ja. Gut. Aktive Mission. Wir haben einen Missionsslot verfügbar. Da können wir was machen. Wir können das Ding noch nicht mal bauen hier. Wir haben einen Missionsslot verfügbar. Was nehmen wir da? Haben wir was Lukratives im Angebot? Mondstrahlung. Da planen wir schon. Mikrometeoriten, nö. Haben wir was zum Mars zum Beispiel hier irgendwie? Eine Anfrage? Nee. Haben wir nicht. Okay. Und bei der Erde haben wir hier. Da haben wir ein Sonnenobservatorium für richtig viel Geld, finanzielle Mittel. Das nehmen wir. 1,7 Millionen. Dann nehmen wir natürlich unseren Geosat für 200.000 hier. Kostet mehr. Nee, das muss nicht sein. So. Nutzlast nehmen. Bauen. So. Aber da kriege ich auch ja das Geld. Ich brauche ja die Unmassen an Kohle. Mondstrahlung bringt mir jetzt erstmal Unmassen an Kohle nächsten Monat. Das ist wichtig. So, aktive Mission, ja, kann ich nicht bauen, fehlt mir das Geld. So. Gut. Die Folge ist damit beendet. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir fleißig die Fahrzeuge erforschen, die Booster erforschen, wenn wir die Saturn-Raketen dann erforschen, wir können jetzt jeden Monat eine erforschen. Das heißt, wir werden jetzt die Booster erforschen, wir werden den Dings erforschen, wir werden die Titan 2 den Booster davon erforschen. Wir werden Saturn 5, 1b erforschen. Saturn 5 werden wir erforschen. Und Saturn 4b werden wir erforschen. Das ist 1 Monat, 2 Monat, 3 Monat, 4 Monat, 5 Monat, 6 Monat. Dann haben wir das alles durch. Und dann können wir das hier nochmal erforschen. Das kostet ja nicht so viel, die 25% Rabatt da drauf. Haben wir hier alles drin erforscht. Und dann könnte man dann hätten wir eigentlich Saturn-Rakete durch. Kann man ja so sagen, wie es ist. Dann haben wir das zumindest fertig. Gut. Bis dann. Tschüss.